beschäftige mich mit der statistischen Analyse von Liquidität und Volatilität auf Finanzmärkten auf der Basis von Hochfrequenzdaten. Dabei geht es um die Verwendung von Hochfrequenzinformationen in der Methodik für Risikomanagement, Portfoliomanagement, aber auch Marktmikrostrukturanalysen. Derzeit beschäftige ich mich auch mit einem neuen Projekt zur Analyse von Daten aus Blockchain-basierenden Märkten. Entwicklungen im Bereich Big Data und Data Science entwickelt sich die Forschung in unserem Bereich bereits jetzt sehr deutlich. Die Wichtigkeit statistischer Modellierungen, insbesondere in hochdimensionalen Prozessen, steigt rapide und dringt in Bereiche vor, an die wir vor einigen Jahren noch nicht gedacht haben. Das geht einher mit neuen Herausforderungen, eröffnet aber auch neue Perspektiven und Chancen für unseren Bereich. Gut ausgebildete Statistiker und Ökonometriker werden dringend benötigt und dieser Bedarf wird weiter ansteigend. Daten sind der Nährstoff des 21. Jahrhunderts und gut ausgebildete Datenanalysten sind dringend notwendig und aus diesem Grund steigt auch der Bedarf für eine tiefgehende, fundierte statistische Ausbildung. Mit hervorragenden Jobaussichten. Gut ausgebildete Statistiker werden benötigt in der Finanzwirtschaft, in der Versicherungsbranche, in der Biologie, Medizin, Genetik, im Gesundheitswesen, im Marketing, in den Wirtschaftsforschungsinstituten ohnehin und auch in neuen Bereichen, wie in Industrie 4.0 und verstärkt auch in den Ingenieurswissenschaften und Naturwissenschaften. Ich würde von meinen Professoren erwarten, mich zunächst zu motivieren und begeistern zu können für mein Fach. Ich würde in erster Linie von Ihnen erwarten, dass Sie mich optimal vorbereiten für meinen späteren Werdegang, entweder in der freien Wirtschaft oder in der Wissenschaft. Und dazu gehört es auch von vornherein, mir zu erklären, wohin die Reise geht, warum ich was in welcher Tiefe lernen muss, mir also sprichwörtlich das Big Picture zu präsentieren von vornherein. Und als Student einer Universität erwarte ich auch eine gute Ausgewogenheit von tiefgehender Methodik in der notwendigen Tiefe und wo immer sinnvoll auch Einbettung aktueller Themen und Entwicklungen.